Hallo zusammen, Michi ist wieder heute und bin wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines neues Format von mir vorstellen. Das soll so um den Dreh All Things Update heißen und da möchte ich euch wöchentlich vorstellen, wie ich mit meiner Collection so ein bisschen weitergekommen bin. Und wem das jetzt gerade nicht sagt, es gibt ein Add-on, das schimpft sich All Things und es macht eigentlich das, was man auch bei dem Namen denken mag. Es zeigt halt alle Dinge, die man in WoW so sammeln kann und auch Sachen, die man teilweise nicht sammeln kann, je nachdem, wie man es eingestellt hat. Und ich habe es jetzt hier gerade offen auf meinen Einstellungen, die ich euch nachher auch zeigen werde. Vielleicht für den einen oder anderen interessant, was ich mir denn anzeigen lasse, weil man kann da ganz unterschiedliche Sachen anzeigen lassen. Und bei mir ist jetzt gerade der Gesamtcounter auf 97,66%. Und im Endeffekt sind da so Sachen drin wie die Achievements, die Pets, die Toys, die Mounts, die ganzen verschiedenen Questgeschichten und halt auch, was viel ist, Transmog. Und um das wird es bei mir jetzt hauptsächlich gehen. Denn wie ich in einem der letzten Videos schon gezeigt habe, Achievements-technisch sind wir durch, Mount-technisch sind wir ja soweit durch und Pets und Toys sieht es ähnlich aus. Deswegen sind die Prozente, also diese 97%, hört sich jetzt an, ob ich nur noch fünf Sachen zu tun habe, aber tatsächlich sind es noch sehr, sehr viele Sachen, weil dadurch, dass ich bei den anderen Geschichten fast überall fertig bin, dementsprechend, ja, das an sich schon ein hoher Prozent. Das Transmog fehlt mir aber tatsächlich noch einiges, weil hier sind unter anderem jetzt auch so Sachen dabei, wie zum Beispiel hier so Geschichten wie Berufsrezepte und wer meine Videos schon ein bisschen länger verfolgt, ich habe mir alle Berufsrezepte zum Beispiel auch gefarmt und das sind halt auch viele, also da sind schon viele Punkte drin. Genau. Jetzt zeige ich euch, bevor wir hier durchgehen, was ich so alles drin habe oder was ich noch brauche, vor allem zeige ich euch meine Einstellungen und das erste Video in der Serie wird es wahrscheinlich ein bisschen länger werden, tatsächlich, einfach weil ich euch jetzt mal die ganzen Sachen zeige und in den nächsten Folgen habe ich dann vor, eigentlich so immer nur noch ein Update zu geben, was ich neu gekriegt habe, was mir noch fehlt, dass das so ein bisschen auf wöchentlicher Basis ist. Denn bis zum Shadowlands Update ist das eigentlich jetzt so meine Hauptbeschäftigung, weil ich das noch vervollständigen möchte. Gut, jetzt schauen wir erstmal rein, wie ich das Ganze eingestellt habe und zwar habe ich jetzt hier nur den Modus drin, dass ich mich um meinen Main kümmere. Moment, es gibt hier auch I only care about my Main. Das könnte man auch einstellen. Da wäre ich sogar bei 97,72. Das habe ich jetzt aber mal nicht drin. Und dann gibt es da noch andere Modis, wie zum Beispiel Debug-Modus, Show Everything. Da hast du wirklich alles drin, sogar von irgendwelchen Food oder so Sachen, die du gar nicht sammeln kannst. Also dieser Debug-Modus ist ein bisschen Käse. Was aber sinnig ist, wenn man alle Charaktere zeigen will, ist hier dieser Account-Modus. Also da zeigst du wirklich das ganze Account-Zeug und da habe ich wesentlich weniger, weil das jetzt auch hier die Transmog-Sachen beinhalten würde, von zum Beispiel Plattengear, von Kettengear und ja, ich weiß, ich sage nicht mehr schwere Rüstung. Ich wurde belehrt, dass es mittlerweile Kette und nicht mehr schwere Rüstung heißt. Ich bin ein Klassik-Kind quasi. Und Stoffrüstung, ne? Und solche Sachen. Und dann halt auch die ganzen Berufsrezepte von den anderen Klassen und die Rüstung, die ich da auch nicht tragen kann, die wären dann halt auch drin. Aber da ich mich jetzt erstmal nur um meinen Main-Char kümmere, also nur um den Druid, sammle ich erstmal nur Ledergear und alles, was ich mit dem tragen kann. Und dementsprechend habe ich jetzt hier alles drin, angehackt, bis auf Quests. Die habe ich mal rausgenommen. Das kann ich euch mal zeigen, warum. Wenn ich Quests reinhaue, dann macht es mir hier die Secrets rein. Und diese Secrets, sowohl Baal als auch hier den Umhang, oder nicht den Umhang, den Gürtel, den habe ich mir schon gesammelt. Also ich habe die beiden. Bloß checkt es das Addon nicht und das nervt mich so ein bisschen. Deswegen habe ich das ausgeblendet tatsächlich. Aber sonst habe ich alles reingehauen. Und dann bei den Filtern ist quasi alles das drin, was ich als Druid tragen kann. Also Leder. Und dann die ganzen Waffen. Ich habe jetzt halt keine Armbrüste, Bogen und Schusswaffen. Die kann ich halt, da kann ich den Transmog nicht lernen. Und eins habe ich aber zum Standard rausgenommen. Und zwar, wo habe ich es denn? Irgendwo müsste Angel sein. Angelrouten. Die habe ich rausgenommen. Denn ich habe festgestellt, was ich vorher auch nicht wusste, Angelrouten kannst du nicht transmoggen. Und du kannst sie dementsprechend auch nicht sammeln als Vorlage. Und das Addon hat mir hier einen Haufen Angelrouten vorgeschlagen. Ich habe die gefarmt. Eine auf Mechagon, die echt selten war. Die habe ich ewig gefarmt, hatte sie dann. Dann habe ich mich gewundert, warum es geht, dass es aus dem Addon nicht raus. Warum ist es nicht erst gesammelt gezeigt? Und dann, obwohl ich es im Inventar habe, dann ist mir aufgefallen, scheiße, Angelrouten kannst du nicht sammeln. Und das, ja, also ich weiß nicht, warum das im Addon drin ist. Ein bisschen sinnlos, ein Item aufzuführen, das du gar nicht erfüllen kannst. Deswegen habe ich das Angelrouten mal rausgenommen. Das sind aber, glaube ich, auch nicht viele. Also es wird, glaube ich, an den Prozenten nicht viel ändern, oder? Ja. Das ist minimal, was das ändert hier. Genau, die habe ich rausgenommen. Und dann habe ich hier hinten
einmal komplett die, ja, also wenn das hier angeklickt ist, dann wird es nicht angezeigt. Wenn es nicht angeklickt ist, dann wird es angezeigt. Hier Check to Hide quasi. Also wenn ich es anklicke, dann wird es verborgen. Das sind die Festtagssachen. Die kann man quasi rausnehmen. Ich habe es jetzt mal drin gelassen, weil theoretisch kann ich die ja farmen. Da habe ich eigentlich auch schon relativ viel. Muss ich halt bloß immer dran denken. Ne? Was ich aber nicht anzeigen lasse, Unobtainables, also alle Sachen, die du nicht mehr kriegst, die nicht mehr im Spiel sind, weil das soll ja so ein bisschen eine Abarbeitungsliste sein von Sachen, die ich machen will und mir jetzt irgendwas anzeigen zu wollen, das ich eh nicht mehr kriegen kann, ist ja ein bisschen Käse. Genau, und die ganzen Sachen habe ich jetzt halt nicht. Also, das sind halt lauter Sachen, die nicht mehr im Spiel sind tatsächlich. Ja. Und dementsprechend habe ich die jetzt nicht drin. Jetzt gehen wir hier nochmal zurück und hier ist tatsächlich alles drin. Genau, bis halt auf die Questgeschichte. Da habe ich alles rein. Gut, dann habe ich auch noch ausgeschalten, was man auch machen kann, die Sachen, die ich bereits collected habe, die habe ich auch rausgenommen, weil die brauche ich ja tatsächlich nicht sehen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir einmal durch, was mir fehlt. Also das Ganze ist so ein bisschen aufgeteilt in verschiedenen Geschichten und wo ich gerade hauptsächlich dran bin, ist hier unter Dungeon Schlachtzüge, die ganzen Sachen zu sammeln. Das ist jetzt so der erste Tab und da bin ich gut dabei. Und wenn ihr jetzt mal guckt, ich habe jetzt unter Classic, ne, habe ich alle Raid-Sachen fertig und mir fehlen jetzt hier nur noch zum Beispiel im Scharlachroten Kloster ist eine Zonenbeute. Das sind Items, die BOE sind. Also die kannst du theoretisch auch mal H kaufen. Und Scholum ist das gleiche. Und die sind halt selten im Auktionshaus und richtig teuer. Und die selber zu farmen, kann man natürlich machen. Aber das hat halt so eine geringe Chance, dass ich jetzt erstmal die anderen Sachen mache und die so nach und nach im Auktionshaus kaufe. Ich habe mir auch da schon einige geholt, aber es sind jetzt halt insgesamt noch 6 Classic-Items und die sind alle BOE. Bis auf hier diese Pläne, das ist das letzte Schmiederezept, was mir noch fehlt. Das kann ich jetzt hier auch mal zeigen. Ich habe alle Schmiederezepte bis auf das eine hier tatsächlich. Und die so zu holen war schon relativ nervig. Bloß das ist halt auch ein Classic World Drop von 0,00 irgendwas Prozent. Und der kann halt unter anderem auch hier in dem Schatz drin sein in Uldemann. Ja, mal gucken. Also Classic sieht sehr gut aus. Classic sind wir bei 99,4%, was die Dungeons angeht. Dann Wrath of the Lich King bin ich bei 96%. Da bin ich jetzt auch schon die letzten Wochen immer reingegangen. Hier fehlt mir noch aus Archivons Kammer was. Aus dem 25er Nax nur noch eine Zonenbeute und eine 10er bin ich bis jetzt nicht gegangen, weil ich erstmal 25 immer bin. Aber ihr seht schon, hier kann man ziemlich schon ins Unterdetail gehen zu jedem einzelnen Item. Und hier fehlen mir dann immer nur noch ein, zwei Items, da mal drei. Dementsprechend ist es jetzt auch nicht mehr so viel. Also in Dings war ich schon gut unterwegs gewesen hier in Wrath of the Lich King. Auch hier Ulduar fehlen mir immer nur noch für einzelne Items. Da sind wir jetzt bei 96. Prüfung des Kreuzfahrers 93, Eiskrone 9, bei 90 genau. Da habe ich jetzt den 25er-Modus fertig gekriegt und werde die Woche das erste Mal in den 10er-Modus gehen. Also werden wir da mal gucken. Und im Moment mache ich es nur mit meinem Main-Char, aber ich habe vor, irgendwann vielleicht mal mit ein paar mehr Chars einzusteigen. Dann haben wir noch Asjol Narub, das ist auch noch ein bisschen ätzend. Da fehlt mir hier dieser Hammer, den kann man auch mal H kaufen. Und der droppt nur im Normal von zwei Mobs in der ganzen Instanz oder eigentlich von jedem Trash-Mob in der Instanz, aber du kannst nur zwei Trash-Mobs looten. Warum auch immer. Ich war schon x-mal drin und du kannst keinen Trash-Mob, ihr könnt es mal selber ausprobieren, keinen Trash-Mob in Asjol Narub könnt ihr looten, bis auf zwei vom Endboss. Und die können halt diesen Hammer droppen. Und der Hammer ist halt, ja, der ist jetzt nicht sonderlich schön, aber der ist halt selten dementsprechend. Und kostet halt hier, sagt er mir gerade, 200k, 400k, also eine teure Angelegenheit und den versuche ich halt jetzt auch irgendwann mal günstig aus meiner Art zu schießen. Also günstig, ne, so für 50k würde ich ihn ja kaufen, aber nicht für 200, 300k, das ist mir zu viel. Und dann habe ich jetzt hier noch ein bisschen Seelenschmiede und Grube von Saround, das sind alles Trash-Drops und das ist halt auch ein bisschen ätzend, die muss ich auch dementsprechend mal demnächst farmen. Genau, also insgesamt sind wir bei 96% in Wrath of the Lich King und in Qatar fehlen mir ganze zwei Items und zwar einmal aus Zul'Gurub von dem Archäologie-Boss, einmal Schuhe und dann von Nefarian eine Musikrolle. Also da habe ich aus allen anderen Instanzen, jedes andere Transmog und auch aus den 5er-Instanzen, da sieht es sehr, sehr gut aus. Also da haben wir auch schon 99%. Dann Mist of Pandaria, da habe ich jetzt erst angefangen, da fehlen mir noch doch bei einigen Bossen hier so ein paar Items. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht alle im Detail durchgehen. Aber hier seht ihr Mogushan-Gewölbe 95, Herz der Angst 96, Terrasse des endlosen Frühlings sind wir bei 95, Thron des Donners 91, SOO sind wir bei 94. SOO bist du den ganzen Abend beschäftigt, weil hier gibt es halt LFR, ne? Komplett der Raid und der Raid ist lang, dann Normal, HC
und Mythic, bis du da komplett durch bist. Ich sag's euch, da kannst du mal einen guten Abend einplanen. Und dann, was ich halt auch noch brauche, ist in dem OP aus dem Shadowpan-Kloster und aus dem Tempel. Beim Endboss droppt in jeder Schwierigkeitsstufe eine Epic-Waffe und die hat, glaube ich, eine 0,3%ige Drop-Chance. Und das wird halt eine fiese Geschichte. Also da kann man wahrscheinlich schon über 300 Runs rechnen. Und das werde ich jetzt erstmal so ein bisschen nach hinten schieben und erstmal die anderen Sachen machen und die farmen, wenn ich mal Zeit habe. Da sind wir jetzt bei 95%. Dann Warlords of Draenor habe ich jetzt letzte oder vor 1,5 Wochen habe ich das angefangen zu farmen. Da fehlt mir noch was von dem World Boss hier, der Umhang. Den habe ich gestern und vorgestern ein bisschen gefarmt, ist aber leider nicht gedroppt. Und die 5 Instanzen habe ich jetzt vor 2 Tagen fertig gemacht. Da waren richtig viele Items. Ich kann euch das mal zeigen. Da war ich tatsächlich selber ein bisschen erstaunt. Warum kann ich jetzt hier nicht zurück? Ah ja, so. In Warlords of Draenor ist das ein bisschen strange mit den 5-Mann-Dungeons. Schauen wir jetzt mal irgendwo rein, gehen mal auf irgendeinen Boss. Seht ihr, da droppt von. Also, das ist nur Ledergear, ne? Das ist nur das, was der Druid Ledergear hat. Da droppt halt eine Waffe und dann droppen aber 5-mal einen Gürtel. Und dann seht ihr, wie viele Ringe da droppen. Ja, und das ist nur das, was ich tragen kann. Wenn man jetzt irgendeinen Mob hat, der Umhänge droppt, dann geht's noch böse ab. Also, die haben einen riesen Lootpool. Und die. Hier, da ist einer. Schau mal, wie viele Umhänge der droppt, der Boss. Das ist nur das, was ich tragen kann, ne? Und es droppt ja, es ist ja mittlerweile Dings, Legacy-Loot-Modus, es droppt ja alles. Ja, also nicht nur das, was ich haben kann, sondern alles. Wenn man dann hier durchguckt, dann wird's halt, ne? Seht ihr das? Das ist mehr als jeder Raid-Boss droppt, weil der halt dann 10 verschiedene Umhänge droppt. Das wird gar nicht rein, das sind wahrscheinlich 15 verschiedene Umhänge. 5 Lederhosen, 5 Plattenhosen, 5 Kettenhosen und so weiter. Also du hast so viel Loot. Das war richtig eklig, die 5-Mann-Dungeons abzuschließen. Aber da scheren auch viele von den Transmog-Sachen tatsächlich. Genau. Und hier habe ich jetzt noch nicht ganz so viel. Dann sind wir bei 88%. Dann sind wir hier bei 86, 84. Da fange ich jetzt gerade so an. Und das nächste ist dann Legion. Da habe ich fast noch nichts jetzt krass gefarmt. Aber seit Warlords of Draenor ist das Gute, kam ja dieses Transmog-System rein, dass es auch das Zeug speichert. Deswegen, ich habe das hier alles aktiv geradet. Deswegen habe ich vom Grund auf schon gar nicht mal schlecht was, aber ja, da müssen wir jetzt halt die nächsten Wochen mal ein bisschen rangehen, dann auch mal leechen. Ich habe halt immer von unten angefangen, halt erst die ganzen Classic-Sachen, dann die Warlords of dann die Wrath of the Lich King, Cutter und so, und ich bin halt immer weitergekommen, weil ich die unteren Sachen halt immer mehr fertig bekommen habe. Aber Legion habe ich letzte Woche mal angefangen, den Albtraum zu machen. Den kannst du mittlerweile solo komplett machen, tatsächlich. Ich habe gehört, Nachtfestung soll auch noch gehen, aber spätestens ab dem Grabmal wird es im Mythic-Modus nicht alleine machbar sein. Also da werde ich wahrscheinlich dann mir eine Gruppe basteln müssen und vielleicht ist der ein oder andere ja auch ein Transmog-Farmer und will dann da mitgehen, wenn er Bock hat. Und auch hier Dungeons ist auch noch ein bisschen was offen, aber da habe ich relativ viel, ne? Weil man die ja bis zur Vergasung im Plus gelaufen ist und ich da über 90% bei allem bin. Also ich hoffe, das dürfte relativ schnell gehen. Ich habe zu meinem Erstaunen festgestellt, dass ich fast in jeder Instanz, seht ihr das, sind es verschiedene Umhänge. Ich weiß nicht, warum ich nur die Umhänge alle nicht habe, aber es ist anscheinend so. Also hier die ganzen Umhänge fehlen mir. Vielleicht waren die auch damals nur mit Int oder so und vielleicht habe ich sie deswegen nicht gekriegt, weil ich hier immer Guardian oder Katze spiele. Genau, und Legion sind wir halt bei 87 und was ich noch am wenigsten habe, ist tatsächlich Battle for Azeroth. Da sind wir bei 76 und da habe ich noch gar nichts gefarmt. Also da müsste ich dann in die 5er Dungeons und HC, NHC. Ich habe schon geguckt, das sind unterschiedliche Transmog-Vorlagen in den verschiedenen Schwierigkeitsstufen und da müsste man dann halt mal gucken, dass man da komplett durchgeht. Da werden wir uns aber, glaube ich, jetzt nicht alles angucken, da habe ich jetzt auch noch nichts gefarmt. Ja, das sind aber bis jetzt nur die Dungeons tatsächlich und es gibt da halt noch wesentlich mehr. Wir können jetzt mal so von unten ein bisschen reingucken, weil hier Außenbereich ist noch relativ viel. Ihr seht immer, wie viel welcher Punkt ist. Also hier, das sind zum Beispiel 12.000 Geschichten. Außenbereich sind 15.000, ne? Jetzt schauen wir uns vielleicht erstmal die ein bisschen wenigeren an von unten und Außenbereichen am Schluss, weil da ist tatsächlich am meisten drin. Also Fraktionen, was ich hier unten noch habe, sowas zählt halt auch rein, ne? Das sind halt, wie zum Beispiel hier Blutsegel-Bukaniere. Ich habe alle Ruffraktionen auf Maximum eigentlich. Außer ein paar, die ich mir ausgeblendet habe, und das sind Blutsegel-Bukaniere, die gingen damals, wo ich das gefarmt habe, gingen die nur bis Wohlwollend und halt 6049. Das war so eine ganz krumme Zahl, warum auch immer, sondern hat man nicht mehr Ruf bekommen. Und irgendwann hat Blizzard aber diese Barriere aufgehoben und jetzt kann man die auf ehrfürchtig bringen. Das Problem ist, ich habe halt die auf Wohlwollend hochgeboxt, was damals Maximum war, und halt diese
die Dampfkartelle, ne, die tun sich ja gegenseitig aushebeln. Also wenn du die einen Mobs tötest, kriegst du für die Ruf, aber für die Minusruf. Und beide hochzubasteln ist ziemlich ätzend. Wer mal den Wahnsinnigen gemacht hat, weiß, von was ich rede. Und jetzt geht es halt, dass ich das wieder auf ehrfürchtig hauen könnte. Und dann müsste ich aber die auch wieder hochmachen. Das ist ein Riesenaufwand. Da bin ich mir überlegen, ich glaube, wenn ich das ganze Transmog-Zeug fertig habe, dann werde ich das mal machen. Und die anderen beiden, die mir angezeigt werden, ist sehr... Und Stamm der Wildherzen. Und das Problem ist, die hebeln sich ja auch aus. Ne? Also da gibt es ja im in der Nordend, in dem einen, wie heißt denn diese Zone? Jetzt fällt es mir gerade auf Anhieb nicht ein. Hier im Scholaser-Becken, genau, gibt es ja diese Wildherzen und hier diese anderen Typen, die in dem Lager sind, diese Gorloks oder wie die auch immer heißen. Und die hebeln sich ja auch gegenseitig aus. Also du kannst immer nur eine oben haben und selbiges ist bei den Seher und Aldor in Burning Crusade. Also die beiden werde ich nicht hochkriegen, aber Blutsegelbuccaniere, wenn ich vielleicht mal Bock habe. Dann bei Sets müsste ich noch den Hidden Skin vom Feral Druid holen. Den habe ich anscheinend noch nicht. Dann brauche ich noch diese Erbstückwaffe, die ist von Archäologie. Und da ist so eine Quest-Rota von, glaube ich, einem halben Jahr. Und ich müsste halt irgendwann gucken, wenn mal diese Quest ist, dass ich das mal mache. Anscheinend habe ich mir die nie geholt. Das ist eine Waffe, die mir da noch fehlt. Und das letzte bei Sets sind jetzt hier noch das Tier 21. Das ist Argus, glaube ich. Und da fehlen mir immer noch Teile vom Set vom Demon Hunter, ist es glaube ich, Rogue und Monk, ne? Weil die Feral Sets habe ich alle und da müsste ich halt gucken. Oh ne, hier, da fehlt mir vom Feral Set sogar auch noch ein Teil. Genau. Ach, das sind die BOE-Handgelenke, ne? Die muss ich noch holen. Also das sind halt Tierset von den anderen Klassen, die du aber auch teilweise tragen kannst, weil es viele Items gibt, die überschneiden beim Druid tatsächlich. Also da sind es nochmal einige, die werde ich mir dann aber wahrscheinlich farmen, wenn. Ja, wenn ich dann an Taurus soweit bin, ne, und die anderen Sachen von den Dungeons fertig habe. Genau, dann können wir das mal zumachen. Dann Berufe. Da sind dann noch so Sachen drin, wie das eine Rezept hier. Das hier, das letzte Rezept, was mir fehlt. Und hier sind auch noch so Upgrade-Teile drin. Also es gibt ja von manchen, zumindest ab Legion ist es ja so, dass es hier diese Ränge gibt, ne? Und anscheinend habe ich noch irgendwelche Ränge nicht. Ich habe zwar die Rezepte, ah ja, seht ihr, hier könnte man so Ränge hochbasteln, aber für ein paar muss man, hier muss man Sieg auf einem gewärtigten Schlachtfeld, also muss RBG spielen, dass du das Ding hochkriegst. Also da muss ich mal nochmal gucken. Ja, eigentlich habe ich RBG schon gespielt. Weiß ich nicht, warum ich jetzt hier das nicht habe. Sowas könnte man sich dann noch holen, die höheren Ränge. Und das ist halt bei Lederer auch mit drin. Bloß bei Lederer wird mir hier noch Draenor, so Zelte angezeigt. Das habe ich mal gegoogelt. Diese Zelte gibt es irgendwie gar nicht. Also die wurden, glaube ich, aus dem Spiel entfernt. Keine Ahnung, warum die hier angezeigt werden. Also All the Things ist ein gutes Add-on, das dir alles anzeigt. Aber manche Sachen kannst du, glaube ich, auch nicht ganz holen. Und hier fehlt mir noch so ein Kettending. Genau. Und ja. Bei Angeln, bei Kochen ist es halt auch so, ne? Da gibt es von Nomi auch wieder so Upgrade-Teile, aber da brauchen wir jetzt nicht im Detail reingucken. Dann gibt es hier hergestellte Gegenstände. Und zwar fehlt mir noch ein einziger Gegenstand, den man herstellen kann. Und das sind hier so komische Monokel, ne? Und die können aber auch im Auktionshaus sein. Ich hätte mir die gerne selber hergestellt, weil die Mattkosten sind tatsächlich nicht mal so hoch. Das Problem ist nur, die Rezepte sind scheiß selten und die hat keiner. Das sind halt so Kataklysmen-Wörter. Jetzt gucken wir. Hier, der Monokel ist drin, 10k kaufe ich mir gleich, scheiß drauf. Ich schaue jetzt gerade mal, okay, nee, das kaufe ich mir nicht, eine halbe Million. Seht ihr das? Okay. Oh, ich habe eins von den Monokeln. Gleich mal einen Postkasten holen. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass es angezeigt wurde, dass man es kaufen kann. Ne? Jetzt haben wir das gleich mal geholt, haben wir jetzt mal 10k reingeklopft. Also die Mattkosten sind halt nichts, aber du findest halt keinen, der diese scheiß Rezepte hat. Falls ihr irgendwie diese Monokel-Rezepte habt, lasst es mich wissen. Warte mal, warum habe ich das jetzt nicht gelernt? Sag nicht, dass das ein Stoff-Item ist. Nein. Ich habe jetzt 10k dafür ausgegeben und ich habe es irgendwie nicht gelernt. Okay, da muss ich nochmal recherchieren, aber es steht jetzt hier nicht dran, dass es ein Stoff-Item wäre. Aber wahrscheinlich muss ich es mit einem Stoff-Char anlegen, ne? Weil ich habe es jetzt irgendwie nicht gelernt. Ha! Ich glaube, da haben wir jetzt gerade ein bisschen Gold gewastet. Egal. Okay, dann brauche ich noch ein bisschen PvP-Sachen. Da habe ich mir eigentlich mal so gut wie alles geholt gehabt, aber anscheinend gibt es irgend so einen Umhang, den nur ein Hunter PvP sich holen kann, warum auch immer, aber umhängen kannst du ja alle transmoggen. Und dann sind es noch ein paar andere Sachen. Mir fehlt da noch ein paar Waffen, die ich zwar tragen kann mit dem Druid oder transmoggen kann, aber die kriege ich halt nicht, ne? Das sind halt so Rogue-Dolche und
einen Streitcall mit Stärke, sowas kriegst du halt als Druid nicht. Den müsste ich mir mit einem Rogue halt mal da spielen. Ja, und das gibt's halt Aspirant und Gladiator, die habe ich halt nicht, weil PvP habe ich jetzt jede Season gemacht und mir die ganzen Sachen geholt, aber die, die ich halt mit dem Druid nicht gedroppt kriege, die müsste ich halt mit einem Rogue oder mit einem Vori wahrscheinlich. Also das würde ich mit einem Vori kriegen, den einen halt mit Stärke und die anderen mit einem Rogue oder einem Enhancer zum Beispiel. Genau. Dann sind es noch ein paar Festtagssachen. Das sind halt immer so einzelne Geschichten hier vom großen Style-Check oder vom Mondfest zum Beispiel. Ist es irgendwas, was man holen kann? Also hier sind relativ viele Sachen dabei. Da muss man halt einfach bei dem richtigen Event mal dran denken. Deswegen habe ich es mir auch eingeblendet, dass ich mir die Gedönse hole. Das ist eigentlich nicht viel, was da drin ist. Dann bei Ereignissen hat man hier einmal die Dunkelmondinsel drin. Da muss ich so einen blöden Fisch angeln. So einen Kopf, den wollte ich schon mal angeln. Der droppt richtig beschissen. Dann von diesem Death Metal Ritter brauche ich noch ein Item. Und dann diese Wams, da habe ich mir im Scharlachroten Kloster, muss ich mir den normalen Wappenrock holen, dass ich den umtauschen kann. Ich glaube, sobald ich den mal habe, mache ich da mal ein Video. Das war ein bisschen komplexer tatsächlich. Und was habe ich dann noch? Legion Invasion, da brauche ich von irgendeinem Boss noch ein Item. Was haben wir denn dann? Strangle schon Fishing, aber da habe ich alles. Schaut da haben wir 12 von 12, keine Ahnung, warum es das anzeigt. Dann von dem Geburtstag brauche ich noch Sachen. Ah ja, hier die Illusion. Ich weiß nicht, ob die im Black Market ist. Und hier von den World Bossen. Ja, okay. Und von Alterac habe ich. Da gibt es auch noch Waffen. Vielleicht kann man die noch irgendwo kriegen. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber ich glaube nicht, ne? Müsste man mal schauen, ob man die vielleicht beim nächsten Geburtstag auch wieder kriegt, die Sachen. Jetzt machen wir das mal alles zu. Dann habe ich Erweiterungsfeatures, da ist halt auch noch einiges drin, ne? Wenn wir jetzt mal von unten anfangen, hier gibt es noch von irgendwelchen Rares auch Dolche und die kannst du, glaube ich, auch nur wieder als Rogue oder als Enhancer kriegen. Deswegen, ja, musste ich da mal mit ein paar Rares mit meinem Rogue umboxen. Das sind, glaube ich, das ist der gleiche Dolch, ne? Der kann bei allen möglichen Rares droppen. Müsste ich mal gucken. Dann Kriegsanstrengungen, da brauche ich aus der Warfront hier noch diese Waffen, da war ich letztens auch mal drin, aber das ist halt ein bisschen gegambelt, dass du das Richtige kriegst. Order Hall habe ich, ja, das sind noch so. Also hier sind auch diese NPCs von der Order Hall unter anderem drin, ne, dass du die alle kriegst. Da muss ich auch noch mal gucken. Ich habe nämlich zu der Zeit teilweise mit einem anderen Char gespielt, deswegen habe ich da manche nicht. Und was haben wir hier noch? Ah ja, okay. Das sind alle möglichen anderen Sachen. Ah ja, genau, das ist die Artefaktwaffe. Die haben wir vorher schon gesehen. Und dann hier in Draenor gibt es noch in diesen ganzen verschiedenen Gebäuden, zum Beispiel von Ned, diesen Hut muss man angeln oder von dem Kräutergarten gibt es alle möglichen Waffen. Also es sind viel, viele Sachen dabei, ne? Die man sich da holen kann. Oder von der Garnison gibt es dann diese Garnisonsbosse. Und diese Invasionen, also da müsste ich auch mal schauen. Oder halt noch mögliche Verträge auch für wieder Follower. Also da ist viel Zeug tatsächlich unten drunter noch. Ich glaube, das haben wir alles. Und hier habe ich gesehen auf Tol'Varat, da müsste ich ein paar Dailies machen, dass ich Marken kriege für diese Waffen. Das ist dann nur offen. Dann haben wir noch Erfolge. Und da sieht es zum Glück gut aus. Da brauche ich hier noch Champion von Azeroth. Das ist das, wo ich die letzte Essenz hier noch brauche. Da hier. Diese hier. Und sonst habe ich alle Heldentaten, die man sich aktuell erspielen kann, tatsächlich. Und Spieler gegen Spieler, da würde es noch Dings geben. Hier, verderbter Held. Und das habe ich eigentlich, verderbter. Ah ne, das ist der R1-Titel. Ne, den habe ich natürlich nicht. Ich habe nur den normalen. Und hier wäre noch für RBG für die Season. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht machen. Nur für die Heldentat RBG jetzt noch basteln. Genau. Und dann haben wir noch Dungeon Browser. Da gibt es dieses Party Sync. Und da habe ich mir letztens mit einer Freundin schon ein bisschen gelevelt. Und da haben wir dann hier so ein paar schon freigeschalten. Man muss quasi mit einem Loadshot sich Party syncen und dann die Quests nochmal machen, die man schon gemacht hat. Und dann kriegt man so ein extra Kisten raus. Und zwar relativ selten, muss ich sagen. Also, das ist jede. Also, ich will jetzt nicht übertreiben, aber bestimmt. Also, man kriegt. Man hätte theoretisch, wird die Kiste immer angezeigt, aber jede 10. Quest habe ich vielleicht so eine Kiste gekriegt und da muss halt auch noch das Richtige drin sein, ne? Und das musste ich halt mit verschiedenen Chars noch machen, weil man den Kolben mit Int nur mit einem Paladin kriegt zum Beispiel. Oder hier den Stab mit Int, den kriegst du nur mit einem Priest, ja? Also da müsste man mal gucken, dass man das nochmal macht. Dann habe ich hier noch Weltbeute. Und zwar, da fehlt mir aus einer Kiste.
hier noch so eine Waffe. Splitterklinge heißt die. Warte mal, bräuchte ich die? Ist die hier auch? Ah, schau mal, die ist auch da dabei. Also die ist auch im scharlachroten Kloster. So oft sind hier auch Doppelnennungen drin, ne? Aber die ist anscheinend auch in der Kiste drin. Das sind diese Pläne von Schmiedekunst, die ich noch brauche. Das ist eigentlich in diesen Kisten. Dann in Classic brauche ich noch so einen Umhang. Und wie gesagt, dieses Rezept. Dann Burning Crusade ist irgendwie der arkane Foliant drin. Das verstehe ich nicht. Das ist halt ein Item, das du eintauschen kannst bei den Sehern. Für Ruf. Ich weiß jetzt nicht, warum das da hier drin ist. Keine Ahnung. Vielleicht ist das drin, weil ich hier unten die Seher nicht habe. Sondern die Aldor jetzt wieder. Ich habe ja nochmal geswitcht, ne? Aber I don't know. Und Battle for Azeroth brauche ich den Glasierer. Das ist eine Waffe, der kostet aber 300-400 km/h. Oder ich krieg den vielleicht mal gedroppt, keine Ahnung. Also so viele World Drops sind es eigentlich gar nicht. Und jetzt haben wir noch den letzten großen Punkt. Und zwar die Außenbereiche. Und da ist halt nur alles Mögliche, ne? Das ist halt jetzt hier zum Beispiel in Orgrimmar, Berufe angeln, der alte Fuchs, den müsste ich mir halt angeln. Oder Blutmythos-Insel müsste ich ein paar Quests machen. Dann gibt es am Ende von der Quest so eine Laterne. Oder im nördlichen Brachland gibt es so ein Hemd. Das ist das letzte Hemd, was mir fehlt. Aber das kannst du auch mal kaufen. Kostet aber hier 300 km im Auktionshaus. Und ja, das droppt halt anscheinend richtig schlecht. Da müsste ich aber mal gucken. Ne? Da sind aber noch viele andere Sachen drin. Zum Beispiel östliche Königreich haben wir auch wieder Angeln. Alter Eisenkiefer, dann SW. Gibt es noch ein paar Händler, wo ich mir was holen kann? Oder gibt es hier noch eine Quest im Gebirgspass? Oder hier im nördlichen Schlingendorntal irgendwo einen Zonendrop. Zonendrops sind immer ätzend. Und hier kann ich mir sogar eine Flugroute anscheinend holen, die ich nicht geholt habe. Hier gibt es eine Musikrolle noch von diesem Feendrachen-Event. Und lauter so ein Zeug. Diese Musikrollen habe ich blöderweise damals mit einem anderen Char gemacht. Ne? Jetzt muss ich die nachfarmen. Ja, und ähnlich sieht es halt in der Scherbenwelt auch aus. Da habe ich aber schon mal einiges gemacht. Hier brauche ich noch von dem Rüstmeister ein Halan-Item. Da warte ich gerade noch, dass ich in der Garnison. Da gibt es manchmal eine Mission, da kriegst du diese Marken und dann musst du nichts für machen. Also nur die Mission losschicken, dann kann ich mir vielleicht die Hose kaufen. Weil du müsstest sonst ewig viele Marken farmen. Hier unten seht ihr es. 40 Kampfmarken von Alar und 2 Forschermarken. Und diese Kampfmarken, da musst du immer andere Spieler umboxen und da ist halt einfach keiner. Ich könnte zwar meinen zweiten Account umboxen, aber ja, weiß ich nicht, es wird halt ewig dauern. Das warte ich dann lieber auf diese Quest. Oder im Nethersturm muss ich eine Quest von den Sehern absolvieren. Und das müsste ich aber mit einem anderen Char machen, um am Ende, glaube ich, irgendwo ein Item zu, oder? Hier war ein Item drin, um am Ende dann hier diese Waffe zu kriegen. Jetzt bin ich aber mit dem wieder auf den Aldor, weil ich wieder geswitcht habe. Deswegen, ja, müsste ich da mal gucken, mit einem anderen Char die Seher hochbasteln, dann die Quest machen. Und in Terrakar muss ich diese Mobs beschwören und mir so Waffen holen und Handgelenke und was da alles droppen. Also es wird auch nochmal ätzend. In Nordend muss ich, glaube ich, nur Händler abfliegen. Genau, das sind lauter alle möglichen Händler. Das dürfte sogar relativ schnell gehen. Das sind, weil ich die ganzen Ruffraktionen zum Glück oben habe. Und die können quasi dann mir Sachen verkaufen. Oder? Ja, das sind fast alles Fraktionen. Das ist eigentlich gut. Das kannst du an einem bequemen Nachmittag mal machen. Die Händler abfliegen, die Sachen kaufen, lässt ein bisschen Gold da. Das ist nichts Besonderes. 1000 Winter ist bestimmt noch irgendwas Ätzendes, oder? Ich weiß nicht, ob ich die Sachen kaufen kann. Ich glaube, die haben sie mal rausgenommen. Haben wir hier. Ah, das ist von. Warte mal, ist das nicht dieses Rare-Pet, was du zähmen kannst, das Hunter? Oh, das kannst du. Aber den kann ich mir theoretisch auch kaufen, den Umhang, aber nicht für 40.000 Gold, ne? Genau, also das ist jetzt hier. Nordend. Aber Nordend sieht recht gechillt aus. Wenn ich nur Händler abklappern muss, bisschen Gold, das geht, ne? Jetzt schauen wir mal, was da bei den anderen Dingern noch ist. Mal zu. Aber hier habe ich eh schon immer relativ viel. Da sind halt auch jede Quest, jeder Zonendroppi, also ist wirklich alles drin, ne? Also wirklich tut die komplett alles. Schauen wir mal. Ach, Ka schau mal, Cutter ist hier gar nicht aufgeführt. Also alle Sachen, die ich fertig habe, die werden gar nicht eingeblendet. Theoretisch gibt es hier noch wesentlich mehr Unterbereiche, aber ich habe einige halt schon komplett fertig. Deswegen werden die nicht eingeblendet, bloß zur Information. Genau, also Cutter haben wir anscheinend gar nichts. Und MOP habe ich schon mal ein bisschen reingeguckt, da sind so Zonendrops und das ist halt immer ätzend. Also Zonendrop ist immer ätzend. Wenn es von irgendeinem Rare ist, dann kannst du ihn aktiv farmen, ne? Das geht halt echt. Aber so ein Zonendrop. Und wenn er dann noch nicht mal BOE ist, dann wird's ätzend. Oh, hier diese Ritualsteine. Da konntest du, glaube ich, einmal am Tag irgendwie so einen Boss beschwören, ne? Da fehlt mir auch noch einiges. Von dem Händler auch wieder. Kunglei von dem Erfolg. Okay. Ich glaube, MOP, da werden wir. Obwohl, hier sind doch einige Händler dabei. Das sieht gut aus. Da ist sogar richtig viel Stuff. Okay.
Das ist auch von seltenen Gegnern aus Kisten. Und zeitlose Insel habe ich mal gefarmt. Da gibt es so Items, die man umwandeln kann, so Account-Geschichten. Und da kann man dann dementsprechend sich so Items holen. Aber das ist ziemlich random, was da rauskommt. Da habe ich jetzt auch schon ein bisschen gefarmt auf der zeitlosen Insel. Was haben wir in Draenor? Das ist vom Händler. Das ist von einem Rare. Eine Quest. Auch wieder von einem Rare. Ein Umhang. Okay, das scheint zu gehen. Fraktion. Was haben wir hier? Das sind anscheinend auch R Rares, oder? Da muss ich da die Rares umhauen, oder was muss ich da machen? Ah, nein, hier ist auch wieder ein Umhang. Okay. Ich hoffe, dass das derselbe ist, dass der geshared wird, dass ich nur einen von den Rares brauche. Aber hier ist es relativ übersichtlich. Ah, da muss ich noch ein paar Quests machen, anscheinend. Also, ihr seht, da wird dann immer komplett die Liste aufgezeigt. Okay. Das scheint ja soweit zu gehen. Und einen Haufen Pläne brauche ich anscheinend noch für meinen Shipyard, ne? Anscheinend habe ich das auch mit dem anderen Char gemacht und nicht mit dem diese ganzen Pläne geholt. Ja, aber, also es sind halt immer so ein paar Sachen, die halt richtig lang dauern. Und die meisten gehen, aber wenn es von dem Händler oder von dem Rare ist, dann kann man das schon farmen. So, dann haben wir jetzt noch verheerte Inseln. Was brauche ich da von Dalaran? Ah, das sind aus Naxx, brauche ich die Token. Asuna. Ah, Zonenbeute. Was haben wir hier? Schmied, und da müssen wir einen World Quest machen. Ah, da muss ich wahrscheinlich die richtige World Quest abwarten, bis ich dann wieder ein Rezept krieg. Hier unten ist es, oder? Ja. Wenn die Liste schon so weit aufklappbar ist, dann weißt du, das wird eine ätzendere Geschichte. Und Sturmheim ist nur ein Händler. Okay. Das sind diese paar Schmiedesachen, wo ich halt die höheren Ränge noch brauche, ne? Deswegen meine ich, es sind viele Sachen auch doppelt drin. Einmal ist es unter Berufe gelistet und einmal ist es halt hier auch unter der Quelle gelistet, ne? So, jetzt, ihr merkt schon, ich versuche es ein bisschen schneller durchzuziehen, weil es halt schon sehr viele Items sind. Aber jetzt sind wir dann tatsächlich gleich durch. In Argus brauche ich von der World Quest noch Stiefel. Da sollte ich eigentlich mal täglich gucken, ob die World Quest ab ist. Hier muss ich bei Antorus, muss ich quasi noch einen Flugpunkt holen. Und hier brauchen wir noch irgendwo einen seltenen Gegner, der was droppen kann. Okay. Und dann haben wir eigentlich nur noch das aktuelle Addon. Und da brauche ich nochmal anscheinend irgendwo eine Quest, wo wir ein Item kriegen. Haben wir denn da? Hier. Okay, das ist die Quest aus der Warfront, ne? Wir haben ja vorher schon geguckt, dass uns aus der Warfront was fehlt. Und die werden jetzt hier unter Boralos natürlich auch nochmal angezeigt. Sturmsangtal ist es ein Umhang. Da können wir gleich mal gucken aus der World Quest, ob der zufällig da ist. Wahrscheinlich nicht. Ich sehe keinen Umhang. Nee, da wollte ich immer mal checken. Tiragardesund war es, glaube ich, derselbe Umhang. Zandala hast du hier einen Streitkolben, den muss ich mit dem Rogue holen, weil ich krieg keinen Agi-Kolben aus einer World Quest im aktuellen Content. Hier ist es derselbe. Und hier haben wir noch einen Stab. Da muss ich, glaube ich, auf Heiler gehen. Jetzt muss ich wieder umschalten. Für meine Weekly Chest schalte ich nämlich immer auf DD um, weil ich will jetzt ungern Heiler-Item kriegen. Und dann haben wir in Nasjatar nochmal Divas Labor. Und da droppt von dem Labor. Diese Typen, die du beschwören kannst, droppen auch verschiedene Waffen und die muss ich mir dann auch nochmal holen. Da bin ich mir aber ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt zum Beispiel auch hier eine Agi-Faustwaffe kriegen kann mit meinem Druid oder ob ich da wieder mit einem Shami oder mit einem Rogue oder so hin muss. Ja, das waren jetzt so im Groben und Ganzen alle Items, die mir noch fehlen. Also, ihr seht ja, ich habe jetzt einiges bisschen schnell übergangen, weil es halt sonst zu lange gedauert hätte. Es hat jetzt eh schon zu lange gedauert, ich gebe es zu. Aber ihr seht, obwohl ich jetzt hier bei 97,66% sind es halt doch noch relativ viele Sachen, ne? Also, wenn wir hier die Differenz sehen, es sind noch 1340 Items. Das habe ich richtig gerechnet, ich meine ja. Das war jetzt relativ einfach. Also es sind doch noch, oder Items oder Achievements oder halt Sachen, die noch offen sind. Also es sind noch ein paar Geschichten offen. Das ist halt jetzt nur das Zeug, was der Druid tragen kann. Und das will ich jetzt halt so in nächster Zeit so ein bisschen hochbasteln. Und ja, sollte ich mit dem frühzeitig fertig werden, was ich nicht denke tatsächlich, dann werde ich vielleicht auch noch mal ein bisschen auf Kette, Platte und auf die anderen Chars gehen, aber wie gesagt, erstmal konzentriere ich mich darauf und ich denke mal, bis dahin kommt eh schon Shadowlands. Unter anderem will ich mich natürlich da auch ein bisschen mit anderen vergleichen und da gibt es hier diese nette Seite, die nennt sich Data for Azeroth, die hatte ich in einem anderen Video schon mal gezeigt und da gibt es halt alle möglichen Sachen wie hier, ne, Achievement.score, da bin ich jetzt gerade hier auf Platz 1 tatsächlich oder Mount Score, bin ich auf Platz 3 und solche Sachen. Also ich bin bei vielen so Scores relativ weit. Und was ich dann halt auch nochmal machen will, ist hier gibt es einen Titelscore. Da bin ich halt nur auf World 17, aber der zählt alle Titel rein, also auch die Hordentitel, ne? Das ist ein Account-Score. Und die Hordensachen habe ich kaum was.
Und ja, vielleicht werde ich mir demnächst auch ein bisschen Hordenchar spielen und die alten Titel erfarmen. Und insgesamt gibt es dann aber einen kompletten Score mit all diesen Sachen und der nennt sich Completion Score. Und da bin ich auch gar nicht so schlecht dabei. So auf Volt 35, dafür, dass ich halt nicht viel Transmog habe. Ihr seht das hier unten. Ich bin gerade mal bei 35% Transmog, also ich habe knappe 20.000 Appearance und ich habe gesehen, es gibt Leute, ich glaube, die haben irgendwie, schau mal, der Typ hat 56.000, ne? Der hat halt fast das Dreifache von mir an Appearance, ne? Also der hat halt hier richtig rein. Schaut mal allein den Sprung von dem zweiten zu dem ersten hoch. Es ist halt krass, ne? Seht ihr das, wie viel Appearance-Zeug das hat? Weil ich habe halt in der letzten Vergangenheit nie großartig diese Appearance-Sachen gefahren, weil ich mit den anderen Zeug gut ausgelastet war. Aber da möchte ich auf jeden Fall den Score ein bisschen höher kriegen. Wie gesagt, jetzt erstmal beim Druid. Und dass wir hier vielleicht ein bisschen bei diesem Completionist-Score da ein bisschen höher kommen, das ist mein Ziel. Genau. So, jetzt sind wir soweit durch. Schreibt mir gerne eure Gedanken, Kommentare unten rein. Gerne auch Vorschläge, wie ich es mit dem Vorgehen machen soll. Ich bin gerade noch ein bisschen hin und her gerissen. Also wenn, dann mache ich es so, dass ich, was ich bis jetzt mache, dass ich jede Woche von unten nach oben hier anfange und das so nach und nach durchbastel, bis ich halt immer weiterkomme. Oder ich konzentriere mich mit meinen ganzen Charts mal auf eine Expansion und laufe halt mal mit 5, 6, 7, 8, 9, 10, ich habe ja einen Haufen Druids, eine durch. Da bin ich mir nicht so sicher. Mal gucken, wie wir das dann genau machen werden. Genau. Soweit jetzt mal zum ersten Teil. Wie gesagt, hier ein bisschen länger. Die nächsten Male soll es dann halt nur in Anführungszeichen um ein kleines Update gehen. Und dann will ich euch zeigen, was ich so die Woche mehr bekommen habe. Ich nehme das auch gerade hier live im Stream auf. Also ich bin auch, ja, wenn ich so Zeug farm, oft am Streamen, also könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Tila. Ciao.